Ja, und hier sind die Gänge zwar relativ leer, es sind kaum noch Parlamentarier zu sehen, aber eben war zumindest noch Jo Leinen bei mir von der SPD, der für die SPD hier im Europäischen Parlament sitzt. Und ihn habe ich vorsichtig befragt, als es eben noch hieß, dass die Brexit-Gegner in Front lagen, und hier seine Antworten dazu. Jo Leinen, vielen Dank, dass Sie so weit nach Mitternacht zu uns gekommen sind noch. Es gibt erste vorsichtige Ergebnisse, wonach es danach aussieht, dass die Brexit-Befürworter verloren haben. Ist ja immer ein bisschen kompliziert. Aber entspannt das ein bisschen jetzt, diese ersten Ergebnisse, oder trauen Sie dem Braten noch nicht so richtig? Ja, erstmals ist erfreulich, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gegeben hat. Und es sieht auch so aus, dass die jungen Leute in Großbritannien zu den Urnen gegangen sind. Es war ja bekannt, dass die Jugend für Verbleib in der EU ist. Die wollen frei reisen, die studieren in anderen Ländern. Die Jugend sieht Europa viel entspannter als die Kriegsgeneration, sage ich mal. Und das scheint sich jetzt als Trend zu bestätigen. Und in der Tat, da fallen Brocken von den Schultern der Europäer, die doch gebangt haben, ob wir ein wichtiges Mitgliedsland verlieren. Nigel Farage hat eben gesagt, er hat eine Ahnung von einer Niederlage. Wie ist das zu bewerten? Und das hat er vor 4 Wochen schon gesagt, dass er kaum glaubt, dass er gewinnt. Trotzdem hat er hochgepokert. Er wird viele Leute hinter sich lassen, die daran geglaubt haben, dass Großbritannien austritt. Er hat wahrscheinlich da nie dran geglaubt. Er ist ein Spieler. Wir kennen ihn hier vom Parlament. Aber die Leute, die er aufgeheizt hat, die haben dann doch irgendwie dran geglaubt, dass heute Independence Day, der Unabhängigkeitstag ist. Also dafür, dass er ein Spieler ist, hat er ganz schön viel durcheinander gebracht, nicht wahr? Ja, daran ist allerdings David Cameron selber schuld. Er hat das Ganze angeheizt vor Jahren und Nigel Farage war dann auch einer, der gemeint hat, er müsste es jetzt mal probieren. Also die konservative Partei muss sich nach diesem Tag richtig schütteln und in den eigenen Reihen nochmal Klarheit bringen, was sie nun genau wollen und wo sie stehen. Die Bevölkerung hat ihnen ja gesagt, sie stehen mit uns in der EU. Dann bin ich mal gespannt, wie der Parteitag der Konservativen im Herbst das dann diskutiert. Was würde denn die EU machen? Würde sie wirklich sagen, wie Juncker gesagt hat, es gibt keine Nachverhandlungen, wenn jetzt Cameron wieder mit neuen Sonderwünschen kommt oder käme? Glauben Sie, dass Nachverhandlungen nicht auf dem Tisch sind, egal was kommt? Also Großbritannien hat schon so viele Sonderregelungen, dass man sich schon fragen muss, ob die noch Vollmitglied sind oder nicht schon eine privilegierte Partnerschaft haben. Man muss auch aufpassen, dass das nicht den Charakter verdirbt all der anderen. Viele werden sich fragen, warum werden nur extra Würste für Großbritannien gebacken und nicht für mich? Und Marine Le Pen in Frankreich oder andere haben mir schon gesagt, was denen recht ist, ist mir billig. Also ich glaube, Deal ist Deal. Großbritannien hat noch mal einiges bekommen und das reicht jetzt auch. Sie sprachen ja eben schon von den Brocken, die da eventuell von den Schultern fallen der EU-Mitglieder bzw. der hier tätigen Parlamentarier zum Beispiel. Aber selbst wenn die Brocken jetzt runterpurzeln, das Ergebnis ist knapp und gut ist das auch nicht für die EU. Und es gibt ja diesen Satz, der ja ist ja heute der am meist zitierten, ein weiter so, egal wie es ausgeht, wird es nicht geben. Sehen Sie das auch so und was vor allen Dingen muss sich ändern? Ja, man kann das als Neustart begreifen, einen neuen Impuls geben für die EU. Da müssen viele mitwirken, vor allen Dingen die zu Hause in den Mitgliedsländern, die in Brüssel immer anders reden als dann, wenn sie nach Hause fahren. Also wir brauchen vielleicht eine große Europadebatte. Wo stehen wir? Was wollen wir? Was sind die nächsten Schritte? Welche Instrumente und Möglichkeiten haben wir? Und ich bin ja ein Befürworter eines neuen europäischen Konvents. Wir haben ihn zweimal gehabt, mit allen nationalen Parlamenten, mit allen nationalen Regierungen und den Europainstitutionen. Also wir müssen einen neuen breiten Konsens herstellen über die nächsten Schritte der europäischen Einigung. Und diese Plattform, das herzustellen, wäre ein europäischer Konvent.
schlägt nicht nur Jo Leinen vor, sondern auch der belgische Premier zum Beispiel, auch heute wieder. Aber so ein Konvent, ist das nicht wieder so ein technisches, da sitzen die im Glashaus zusammen? Muss man nicht noch auch viel näher auf die Menschen und Bürger zugehen, die ja offensichtlich den Kontakt zur EU verloren haben? Gut, der Konvent müsste offen sein für die Zivilgesellschaft, müsste auch rückkoppeln zu den Debatten, die dann Land auf Land abgeführt werden. Also eine große Europadebatte, einen europäischen Ratschlag, den würde ich mir wünschen, weil wir in nationalen Silos sitzen. Man diskutiert Europa nur aus der rein nationalen Brille. Und da laufen wir auseinander und wir müssen das wieder zusammenbringen. Es muss natürlich auch geliefert werden. Die Menschen wollen bei der Flüchtlingskrise wissen, haben wir das im Griff? Die Jugendarbeitslosigkeit ist zu hoch. Wir haben ein stagnierendes Wachstum. Also natürlich muss die Europapolitik auch liefern. Aber man braucht auch natürlich einen Konsens darüber, was sie liefern soll und auch dann die Mittel dazu. Viele wollen von der EU alles und geben ihr nichts und das kann nicht funktionieren. Wir hoffen, dass es vielleicht doch noch ein gutes Ende nimmt. Vielen Dank, Jo Leinen, für dieses ausführliche Gespräch. Bis bald. Morgen früh sind wir schlauer. Also Jo Leinen sagt, die Europapolitik muss liefern. Das sehen viele andere hier auch ähnlich. Er schlägt einen europäischen Konvent vor. Früher am Abend konnte ich mit der grünen Abgeordneten Ska Keller über ihre Erwartungen an den heutigen Abend sprechen und ob es vielleicht Anlass zum Feiern gibt. Ska Keller, hier soll heute eine große Remain-Party gefeiert werden in diesem englischen Pub. Wie viel Anlass für Optimismus gibt es denn, dass die Party auch stattfindet? Ich persönlich habe ein gutes Bauchgefühl, dass das wirklich klappt. Ich war auch am Wochenende in Großbritannien und auch wenn es wirklich, glaube ich, sehr knapp wird, habe ich doch den Eindruck, dass die Kampagne für Remain an Fahrt gewonnen hat und auch wirklich viele Leute mitgenommen hat. Also ich persönlich bin optimistisch. Und wenn es schief geht, also wenn die Brexit-Seite gewinnen sollte, was bedeutet das dann für die Europäische Union? Ich glaube, eigentlich ganz egal, wie die Sache ausgeht, wir müssen uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Für mich ist klar, so wie bisher, wir können ja nicht einfach weitermachen, selbst wenn Remain gewinnt, können wir nicht einfach sagen, großartig, Erleichterung, jetzt machen wir weiter wie am Tag vorher, sondern wir müssen uns überlegen, was hat eigentlich dazu geführt, dass es so eine große Bewegung auch für den Exit, für den Austritt Großbritanniens gegeben hat. Und wir müssen uns überlegen, wie bekommen wir es wieder hin, dass die Europäische Union ein Projekt ist, eine Sache ist, was die Leute unterstützen, aber ja auch wofür dann genau. Also ich denke, was die Kampagne für Leave gezeigt hat, also für den Austritt gezeigt hat, ist, dass viele Menschen gar nicht klar haben, warum gibt es diese Europäische Union eigentlich, wofür ist die gut? Noch nicht mal so sehr vielleicht für mich selbst, nochmal eine andere Geschichte, aber wofür insgesamt soll man die haben, irgendwie für Frieden, okay. Aber wie kann man das ändern? Ich glaube, wir müssen stärker darüber reden, warum braucht es eigentlich die Europäische Union? Ich denke halt, wenn wir sie jetzt gerade nicht hätten, müssten wir sie erfinden. Denn es gibt so viele Herausforderungen, wo wir zusammenarbeiten müssen, um daran zu gehen. Einerseits Klimawandel. Das können wir nur gemeinsam bewältigen. Aber auch so Sachen wie, wie gehen wir mit der Globalisierung um? Da macht es doch überhaupt keinen Sinn, wenn jedes Land alleine für sich versucht, mit der Globalisierung umzugehen. Das können wir nur machen, wenn wir gemeinsam sind. Gemeinsam sind wir wirklich stärker in allen diesen globalen Fragen. Und ich glaube, die sind ganz, ganz entscheidend. Auch die Friedenssache ist nicht vom Tisch, wie wir ja in den letzten Monaten in unserer ganz direkten Nachbarschaft gesehen haben. Also das ist ganz wichtig. Aber dann müssen wir auch noch klar machen oder sicherstellen, dass die Europäische Union da wirklich auch funktioniert. Weil wenn wir gerade sagen würden, hey, die Europäische Union ist voll wichtig, um mit der Globalisierung umzugehen, dann müssen wir auch feststellen, dass es gerade nicht so gut funktioniert, dass die Europäische Union nicht gut aufgestellt ist dafür, dass wir auch die falschen Politiken machen, um zum Beispiel Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter zu sichern. Also das muss auch ganz klar werden, dass wir in die richtige Richtung gehen, zum Beispiel bei sozialer Sicherung da reingehen, dass wir beim Klimawandel auch wirklich was dafür tun, um den zumindest zu minimieren. Und drittens muss aber auch ganz klar sein, dass wir uns nicht noch weiter von den Menschen entfernen, dass wir demokratischer werden als Europäische Union, damit alle auch wissen, was machen wir hier, wer hier tritt hier für was ein und was kommt zum Schluss bei raus. Aber was könnte das heißen, demokratischer zu werden? Könnte das heißen, auch wieder dieses Subsidiaritätsprinzip, das ja so oft besprochen wird oder angesprochen wird, wieder zu befördern, dass wieder Dinge zurückverlagert werden in die Nationalstaaten? Ist das sowas, wo man die Menschen abholen kann?
Natürlich ist es ganz wichtig zu gucken, auf welcher Ebene müssen wir welche Politik entscheiden. Das ist oft die europäische Ebene, aber oft eben auch nicht. Ich glaube, da geht es nicht so sehr darum zu sagen, wir müssen jetzt wieder was auf die nationale Ebene oder die lokale Ebene zurücktransferieren, egal was, nur damit die Prozentzahlen da stimmen. Das glaube ich nicht, sondern muss sich halt bei jeder einzelnen Entscheidung ganz genau überlegen, wo macht das mehr Sinn. Und es kann natürlich auch sein, dass sich die Dinge über die Zeit verändern. Ne? Also zum Beispiel, dass wir zum Beispiel im Migrationsbereich würden jetzt viel mehr Leute sagen als vielleicht früher, dass es mehr Sinn macht, das auf europäischer Ebene zu regeln. Also da würde ich nicht einfach sagen, ja, wir müssen mehr zurück auf die nationale Ebene transferieren, weil das kann auch ganz schnell schiefgehen. Bei Demokratie meine ich mehr Beteiligung. Zum Beispiel haben wir ja ein paar... Ja, aber Referenten sind ja nicht per se was Schlechtes, überhaupt nicht. Es ist komplett richtig, dass man die Menschen fragt, was sie von der konkreten Entscheidung halten. Wir müssen aber auch darüber hinausdenken. Zum Beispiel jetzt haben wir in den Niederlanden zum Beispiel ein Referendum gemacht über ein europäisches Handelsabkommen oder eher Assoziationsabkommen. Das ist ja noch einiges mehr. Warum machen wir das nicht auf europäischer Ebene? Denn wenn es was gibt, was europäisch ist, ist dann auch sowas. Und dann ist es tatsächlich absurd, wenn dann ein Land die Entscheidung hat und alle anderen nicht, sondern dann müsste man das doch gemeinsam entscheiden. Nun ist das ja ein Prozess, der nicht seit heute bekannt ist, also seit es dieses Referendum gibt und das seitdem es durchgeführt wird, sondern es gibt ja links und rechts an den Rändern schon länger Bewegungen, die weg von der Europäischen Union sind. Warum reagiert dann die Europäische Union erst jetzt darauf? Ich hatte in den letzten Monaten das Gefühl, dass alle Diskussionen, alle Entscheidungen unter den Teppich gekehrt worden sind. Wir müssen alle abwarten, bis das Referendum vorbei ist, hieß es immer wieder. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall so richtig war. Auf jeden Fall können wir jetzt nicht länger warten. Es ist klar, dass egal wie das Referendum ausgeht, es ist ein ganz klares Signal, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen hier ganz konkret was ändern. Und für mich ist das halt Ziel klarstellen, das aber auch ganz konkret liefern und die Europäische Union demokratischer machen. Ska Keller, vielen Dank für die offenen Worte. Also, was festzuhalten bleibt, ist, dass wir heute den ganzen Tag über und heute Abend schon jede Menge selbstkritische und EU-kritische Parlamentarier gesehen haben, die auch wirklich das Gefühl vermitteln, dass sie etwas verändern wollen. Ob es denn am Ende etwas nutzt, das bleibt abzuwarten, denn in den letzten Minuten ist das Referendum wieder etwas knapper geworden. Aber das kann Helge Fuß jetzt aus Bonn viel besser erklären. Damit zurück zu ihm.